Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi hat mir letztens nämlich was mitgebracht, das sieht richtig toll aus. Das ist nämlich das hier, ne? Das ist eine Zeitschrift, schnapp sie dir alle, Pokémon, das offizielle Magazin soll das glaube ich heißen. Ich habe erst gelesen, das dreiste Magazin, richtig dreist. Hier ist nämlich so ein Tütchen mit dabei. Und da sind 2 of 6 Designs drin, Schlüsselanhänger. Ihr habt also Pikachu, Mauzi, Bisasam, Shigiglumanda und Evoli. Und 2 von 6 sind da angeblich drin. Ich weiß nicht warum, vielleicht wolltest du einfach nur einen Schlüsselanhänger haben. Special mit coolen XXL-Postern. Ich bin ja eigentlich aus dem Alter raus, sage ich mal, hier für 3,99 ist die Ausgabe 4/2020, ist also schon ein bisschen her. Wir können auch gleich mal ein bisschen durchblättern. Dein mega extra coole Schlüsselanhänger. Welche beiden hast du? Welche würde ich mir denn wünschen? Am liebsten natürlich einen Pikachu. Und also Mauzi auf jeden Fall nicht. Pikachu und Bisasam, Grüße an Bisafan TV auf jeden Fall. Pikachu und Evoli geht auch, dann kann ich das Evoli verschenken. So, was haben wir denn sonst hier noch drin? Neue Pokémon sind aufgetaucht. Zarude, guckt euch das an. Adi, bist du auch ein Pokémon? Neue Pokémon sind aufgetaucht. Da ist er gleich wieder am Start. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Will ich mir aber eigentlich gar nicht alles angucken. Ich will mich doch immer überraschen lassen. Oh mein Gott. Gala, Corazon. Was ist los? Das ist aber traurig. Das sieht ja richtig... Ich sag nichts dazu. Die armen Kinder, wenn die sich sowas angucken. Was haben wir denn hier? Labras? Labras, richtig heftig und böse. Auf jeden Fall irgendwie neue Karten. Aufruhr im Wald. Da könnt ihr gucken, wo die Fehler sind. Habt also auch noch was zu spielen. Dann ein Teil des Ganzen, da müsst ihr irgendwie, irgendwo gucken. Ach, ich habe keine Ahnung, finde Anton. Das ist mir alles hier zu viel und zu suspekt. Auf jeden Fall so eine Art Comic noch dabei, Geschichten sind dabei. Hier habt ihr dann ein Poster dabei, ein großes und ein riesiges Poster. Ihr seht hier. Richtig schön, die ganzen Starter, immer die 3 Stück zusammengemacht. Einmal da, einmal da, einmal da, dann hier oben die und das andere. Auf der anderen Seite hätte man den Rest gesehen. Das ist schon wieder zu weit. Das kennt man noch, das kenne ich schon wieder gar nicht. Das ist noch nicht da, ne? Ihr seht, ist eigentlich eine coole Zeitschrift für alle Pokémon-Fans. Wer ist das denn? Da könnt ihr raten, was das für Pokémon sind. Ich glaube, die Zeitschrift, wenn Pupsi nicht böse ist, kann ich aus Spaß eigentlich auch verlosen oder verschenken an einen Zuschauer, der das gerne möchte, der die gewinnen möchte, gebe ich die raus. Ich mache aber trotzdem mal die Anhänger raus, guck mir die an. Vielleicht suche ich mir den schönsten Anhänger raus und den zweiten lasse ich dann drin noch für den Zuschauer. Mal gucken, vielleicht ist das ja eine gute Idee. Wir haben es mal kurz durchgeblättert, ganz intensiv könnt ihr euch das dann selber noch angucken. Jetzt wollen wir uns aber auf jeden Fall mal das Anhängertütchen reinziehen. Lassen wir das dran, ziehen wir das ganz ab. Wir machen es mal ganz ab. Wenn wir das verschicken, hauen wir den auf jeden Fall so mit rein. Ne, machen wir nicht. Ich sehe gerade, die Tüte reißt die ganze Zeitschrift auf, wenn ich die Tüte jetzt da einfach abziehe. Also lassen wir die Tüte zu und versuchen die Tüte einfach nur aufzumachen. Ich habe nur keine Ahnung, wie die Tüte aufgehen soll. Das ist ja kriminell gemacht. Wir probieren es mal von unten. Wir reißen es von unten auf. Und hier haben wir ein Pikachu. Richtig genial. Darauf habe ich mich gefreut. Das ist auch... Ich hatte mal Simpsons Schlüsselanhänger. Die waren so ähnlich. Die sind so schön aus Gummi. Hinten schwarz und glänzend. Ansonsten hier habt ihr Pikachu. Den kann ich jetzt an meinen Autoschlüssel dran bambeln. Und wenn Pupsi den zweiten nicht haben möchte... Dann gibt es den zusammen mit der Zeitschrift zu gewinnen. So, das ist nämlich ein Glumanda. Ich frage sie einfach mal. Pupsi, magst du einen Glumanda-Schlüsselanhänger oder kann ich den verlosen? Sicher.
kann es dir auch noch mal zeigen dann. Gut, sobald. Wenn das nicht, dann schreibe ich es hinten rein in die Bearbeitung. Aber ich glaube, mein Pupsi hat ihr ja gegeben, die hat ja auch besorgt. Das werde ich behalten. Das ist klassisch und das sieht eigentlich auch cool aus. Ich finde das richtig lustig hier mit der Flamme dazu. Das sieht richtig fröhlich aus. Och, Adi. Und der Adi schmeißt schon wieder alles runter. Jetzt ist wieder die ganze Belichtung für den Arsch und sieht komisch aus. Da alles. Was ist das jetzt für ein totes Licht? Mann, Mann, Mann. Den werden wir jetzt verlosen, die Zeitschrift werden wir verlosen. Wenn ihr die Zeitschrift gewinnen möchtet, wenn ihr den Schlüsselanhänger gewinnen möchtet, macht mal einen Hashtag unten rein. Und zwar mit dem Hashtag Adi der Halunke, weil der hier alles kaputt macht. Und dann gucken wir mal, wer das gewinnt. Können wir dann ja auch wieder auslosen. Das war's von meiner Seite aus. Ich finde es richtig cool. Danke, Pupsi, auf jeden Fall, wenn du das Video siehst, für die tolle Zeitschrift. Ich werde mir natürlich nochmal in Ruhe anschauen. Den mache ich an meinen Autoschlüssel. Der ist cool. Den feiere ich. Mal gucken, wie lange er da hält. Das ist für euch, wie gesagt, Adi der Halunke, ne? Eine Zeitschrift und ein Glumanda-Schlüsselanhänger. Die Älteren, die das jetzt nicht brauchen, die müssen da ja nicht mitmachen. Aber wenn jetzt jemand dabei ist, ein kleines Kind oder so, was mir gern seine Adresse dann geben möchte, sagt Bescheid. Ich schicke euch dann das zu, wenn ihr gewonnen habt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Ja, okay. Der Halunke ist fort.